herzlich willkommen. Heute geht es um die Omnitronic NKB208PA-Box. So, hier sehen wir das gute Stück. Die Leistungsdaten zuerst einmal. 90 Watt RMS, 180 Watt Spitzenleistung. Bestückt mit einem 8 Zoll Woofer in Verbindung mit einem 1 Zoll Hochtonhorn. Ein Frequenzgang von 60 Hertz bis 18 kHz und einen Schalldruck von 112 Dezibel. Die Box selbst wiegt 6 Kilogramm und ist momentan die günstigste Box der NKB-Serie. Ihr seht hier vorne einmal den 8 Zoll Woofer, das Hochtonhorn und zwei Bassreflex-Ausgänge. Des Weiteren verfügt sie nur über einen Griff, der oben ist, den man herausziehen kann. Das zeige ich euch auch gleich noch. Denn hier liegt nochmal so eine Box. Ich hebe die gerade mal kurz an. Und hier seht ihr, den halte ich jetzt so raus und dann könnt ihr ihn darüber bewegen. Zieh darüber. Hinten haben wir nur Speaker und Ein- und Ausgänge. Diese sind im Vierpol gehalten. Somit könnt ihr mit jedem Kabel rein. Und die Box hat übrigens 8 Ohm. Ja, wir haben hier vorne, sieht man es leider nicht, hier eine kleine LED verbaut, die uns anzeigt, wenn wir an den Peak-Bereich kommen. Ansonsten ist diese LED eigentlich immer aus. Soundtechnisch kann man zwar leider auf YouTube jetzt nicht sehr viel zeigen, aber ich probiere es trotzdem euch mal vielleicht so einen kleinen Eindruck zu schaffen. Jetzt habe ich das Instrumental von Traum von Grow. Das dürfte reichen. So, was man auf jeden Fall hört, ich weiß. Ja, soundtechnisch weiß ich jetzt nicht, ob es auf der Aufnahme gut rüberkommt. Auf jeden Fall, man merkt, man darf von dieser Box nicht zu viel erwarten. Sie ist wirklich sehr, sehr günstig, vor allem im Preis. Sie hat einen schönen Mittensound, die Höhen kommen schön präzise raus. Und eben Bass ist bei 8 Zoll nicht zu erwarten. Das ist auch leider, dadurch, dass es ein Plastikhaus ist, merkt man sehr stark, dass diese Box wirklich nur als Top-Teil gedacht ist, weil man merkt durch diese Bassreflexöffnungen doch sehr schnell die Grenzen dieser Box. Ja, kurzes Fazit dazu. Ich finde die Box für den Preis von momentan 55 Euro Straßenpreis richtig gut. Möchte ich sie auf vielen Veranstaltungen oder auf kleineren Veranstaltungen echt nicht mal missen. Zusammen mit einem guten, potenten 12 Zoll oder 15 Zoll Subwoofer macht diese Box richtig schön was her. Für Sprache auch sehr, sehr gut zu gebrauchen. So, das war's dann jetzt auch mit diesem Test und Check zu Omnitronic NKB 208.